versuche, ihr durch Wünsche oder Gebete, kann man es nennen, ja, Kraft zu schicken oder einen Wunsch zu schicken, dass sie sich meldet. Weil das ist der Wunsch, den wir alle haben. Regensburg im Jahr 2012. Hier lebt die 26 Jahre alte Maria Baumer mit ihrem Verlobten Christian F. zusammen. Eines Morgens verschwindet sie, zunächst spurlos. Bei Facebook findet Christian F. eine Abschiedsnachricht. Mein Schatz, es tut mir weh, aber ich kann nicht anders. Verzeih mir, du weißt, was ich dir gesagt habe. Ich liebe dich. Maria hat Geoökologie studiert, arbeitet als Sachverständige für Windkraftanlagen. Kurz vor ihrem Verschwinden war sie außerdem zur Vorsitzenden der katholischen Landjugend Bayern gewählt worden. Maria und ihr Verlobter wollen im September heiraten. Die Einladungskarten sind schon verschickt. Christian scheint der perfekte Partner. Als Maria nach 3 Tagen nicht wieder da ist, wendet sich ihr Verlobter und ihre Schwester an die Polizei. Ein halbes Jahr bleibt Maria zunächst verschwunden. Ihre Familie und Christian F. suchen gemeinsam mit der Polizei jetzt auch im Fernsehen nach der jungen Frau. Ich versuche mir gerade mal vorzustellen, Sie wollten am 8. September heiraten. Wie groß der Grad der Verzweiflung bei Ihnen sein muss? Kann man das in Worte fassen? Man kann es nicht in Worte fassen. Also es war die ersten Wochen schon schlimm, wo man einfach nichts wusste, die Ungewissheit da war. Und dann, je mehr Zeit vergeht, jeder Monat, der vergeht, jede Woche, die vergeht, ja, wird die Verzweiflung größer. Maria bleibt weiter verschwunden. September 2013, auf den Tag genau ein Jahr nach dem geplanten Hochzeitstermin, wird im Kräuterforst eine Leiche gefunden. Es war ein Sonntag und eine Gruppe Personen war unterwegs, um Pilze zu sammeln. Und als diese hier durch das Waldgebiet vorwärts bewegt haben, haben sie Knochen aufgefunden. Der Täter hat versucht, alle Spuren zu verwischen, indem er den Körper mit Brandkalk überschüttet hat. Die Leiche ist bis auf die Knochen zersetzt. Erst ein DNA-Test bringt Gewissheit. Es handelt sich um die sterblichen Überreste von Maria Baumer. Der Leichenfundort liegt bei Bernhardswald. Hier ist Christian F. aufgewachsen. Hier war Maria Baumer am Vorabend ihres Verschwindens in Begleitung ihres Verlobten zum letzten Mal lebend gesehen worden. Deswegen gerät Christian F. in den Fokus der Ermittler. Am Leichenfundort ist ein Spaten gefunden worden. Christian F. hatte wenige Tage vor dem Verschwinden von Maria ein baugleiches Modell gekauft. Außerdem gelingt es Datenforensikern, umfangreiche Löschungen auf dem Computer von Christian F. zu rekonstruieren. Also am Tag, an dem Maria verschwand, hat der Verlobte an ihrem PC und auf seinem PC Löschungen durchgeführt. Und sogenannte Löschprotokolle haben wiederhergestellt werden können. Etwa eine Woche vor ihrem Verschwinden hat der Verlobte verdächtige Suchen auch bei Google durchgeführt im Internet. Beispielsweise hat er nach dem perfekten Mord gesucht. Neben zahlreichen anderen Ermittlungen wird auch der Brandkalk untersucht, mit dem der Täter die Leiche übergossen hatte. Spurensicherer Jürgen Bauer findet im Brandkalk 23 Haare. 4 davon stammen von Christian F. Ich hatte ja gehofft, dass ich da welche finde, weil wenn in diesem Brandkalkgemisch Haare drin sind vom Täter, zu dem Zeitpunkt wusste ich natürlich noch nicht, dass sie dem Verlobten gehören. Aber letztendlich, wenn Haare drin sind, die nicht der Maria B. gehören, dann muss die Person, wo diese Haare gehören, schon erklären, wie sie da hinkommen. Und dass sie natürlich dem Verlobten gehören, war für uns ja fast schon ein Volltreffer auch. Alles spricht dafür, dass Christian F. seine Verlobte umgebracht hat. Selbst Marias Familie ist mittlerweile davon überzeugt. Dann geschieht etwas völlig Unerwartetes. Trotz der wasserdichten Indizienkette stellt die Staatsanwaltschaft das Verfahren 2018 ein. Angeblich aus Mangel an Beweisen. Auch die Ermittler sind ratlos. Wird es gelingen, den Fall wieder aufzurollen? Vielleicht weitere Beweise zu finden? Oder wird der Mord an Barbara Baumers Zwillingsschwester ungesühnt bleiben? Also, dass das Verfahren eingestellt worden ist, das war für uns ein Schlag ins Gesicht. Anders kann ich es nicht formulieren. Und das konnten wir auf keinen Fall so stehen lassen. Und wir haben auch Angst gehabt, dass das sonst vielleicht irgendeiner anderen Familie ähnlich passiert. Und drum haben wir Beschwerde eingelegt. Nach der Beschwerde der Familie Baumer und auch weil ungelöste Fälle regelmäßig einer neuen Prüfung unterzogen werden, wird das Verfahren im Juli 2019 wieder aufgenommen.
Wenn ich vor Gericht gehe, dann will ich, dass diese Sache absolut wasserdicht ist. Mit Thomas Rauscher geht ein neuer Oberstaatsanwalt noch mal frisch an die Sache heran. Der wichtigste Punkt ist die fehlende Todesursache. Und da will ich auf die neuesten technischen Möglichkeiten setzen. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft, mit dem Oberstaatsanwalt Rauscher, habe ich noch mal rumtelefoniert und habe versucht zu eruieren, wer aufgrund der Zeitabstände, 5 bis 6 Jahre lagen ja jetzt mittlerweile dazwischen, über neuere Untersuchungsmethoden, über verfeinerte Gerätschaften und dergleichen verfügt. Und letztendlich bin ich dann auf die Firma FTC in München gestoßen. Der Durchbruch war am 22.11.2019. Das erinnere ich mich wie heute. Ich habe das neue toxikologische Sachverständigengutachten auf den Tisch bekommen. Anhand dieses Gutachtens war belegt, dass sowohl im Rückenmark als auch in dem Slip, den der Leichnam von Maria Baumer getragen hat, Lorazepam und Tramadol nachgewiesen werden konnte. Das war schlichtweg der Durchbruch, denn jetzt konnte man beweisen, wie Frau Baumer gestorben war. Und da es Medikamente waren, sprach auch alles für einen Mord, nämlich einen Heimtückemord mittels Gift. Kommen Sie. Ich weiß nicht, was wollen Sie von mir? Am 10. Dezember 2019 wird der ehemalige Verlobte von Maria Baumer erneut festgenommen. 7 Monate später beginnt der 2. Prozess gegen ihn vor dem Landgericht Regensburg. Diesmal ist er wegen Mordes angeklagt. Obwohl nach Durchführung der Beweisaufnahme alles gegen den Angeklagten sprach, versuchte er noch, sich mit einer abenteuerlichen Geschichte aus der Affäre zu ziehen. Ich habe Maria vergraben. Aber ich habe sie nicht getötet. Es war ein Unfall. Maria hatte an dem Abend, als wir vom Der Angeklagte gab an, Maria Baumer habe die Medikamente selbst zu sich genommen, da sie Rückenschmerzen gehabt habe und sei letztlich an einer Überdosis verstorben. Er gab weiter an, dass er die Medikamente selbst im Vorfeld aus der Klinik entwendet habe und deswegen Angst um seinen Arbeitsplatz hatte. Aus diesem Grunde habe er über den Tod von Maria gelogen und den Leichnam letztlich im Wald verscharrt. Am 6. Oktober 2020 wird Peter Kranz wegen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Das Gericht stellt die besondere Schwere der Schuld fest. Berlin im Juni 2015. Gewöhnlich. Wie üblich tritt Holger B. am Mittwoch, den 10. Juni 2015, gegen 18 Uhr seine Nachtschicht an. Zunächst ist es für den jungen Berliner Taxifahrer ein Abend wie jeder andere. Gegen 3 Uhr morgens muss das Taxi an einer roten Ampel im Bezirk Schöneberg anhalten. 2 junge Männer springen dort plötzlich auf den Rücksitz des Wagens. Welche Hausnummer? Keine Ahnung. Ihr Zeugenwo. Okay. Die Männer lotsen den Taxifahrer in eine ruhige Seitenstraße nahe des Lützowplatzes im Berliner Bezirk Tiergarten. Als er die Bezahlung des Fahrpreises verlangte, wurde er plötzlich von hinten angegriffen und gewürgt. Die Täter äußerten, dass es ein Überfall sei und er sein Geld herausgeben sollte. Dem kam er zeitnah nach. Daraufhin forderten die Täter noch mehr Geld. Und dann begannen auch schon die Angriffe auf ihn. Versteck dich mal! Ich hab beides, alles! Willst du mich verarschen? Siehst du dumm aus? Ich hab wirklich nicht mehr! Ich lass mich nicht verarschen! Holger B. wird von hinten gewürgt und geschlagen. Verzweifelt setzt das Opfer sein Taxi in Bewegung, während die Täter immer wieder auf ihn einstechen. Der Taxifahrer versucht, den belebteren Lützowplatz zu erreichen. Dafür muss Holger B. mehrere hundert Meter um den Block fahren. Wenn du einen von uns überfährst, stechen wir dich ab! Für den Taxifahrer sind es qualvolle Minuten. Bis sein Fahrzeug an der Ecke zur Kurfürstenstraße schließlich zum Stehen kommt, haben die Täter mehr als 30 Mal auf ihn eingestochen. Trotz allem hat der Mann in seiner Not noch Glück. 2 Zeugen kommen ihm zur Hilfe. Ruf einen Krankenwagen, schnell! Der 28-Jährige wird schnell in die Klinik gebracht und dort 4 Stunden operiert. Er leidet noch lange unter dem brutalen Angriff. Die Sitze sind voller Blut. An den Innenseiten der beiden hinteren Türen konnten insgesamt 3 auswertbare Fingerabdruckspuren gesichert werden.
Bei der Suche nach den Verbrechern setzt die Polizei auch auf Überwachungskameras aus der Nähe des Tatorts. Doch handelt es sich bei den gefilmten Männern aus der Nacht des Taxiüberfalls tatsächlich um die Täter? Ein Fahndungsplakat und die Veröffentlichung in lokalen Medien im Sommer 2015 bringen kaum neue Hinweise. Um mehr potenzielle Zeugen zu erreichen, stellt Ermittlerin Morgner den Fall im Mai 2016 in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst vor. Sie ist optimistisch, dass die TV-Ausstrahlung sie weiterbringt. Ja, ich denke, wir haben ganz gute Chancen. Wir haben gute Aufnahmen vom Bahnhof Zoo, auf denen die mutmaßlichen Täter zu sehen sind. Kennt, könnte ich mir vorstellen. Die Hoffnungen der Ermittlerin werden jedoch enttäuscht. Auch sogar, in welche Bahn die Männer eingestiegen sind. Die Resonanz kann man eher als mau bezeichnen. Wir haben keinerlei Sachdienlichkeit. Ein weiteres Verbrechen, nur wenige Wochen nach der TV-Ausstrahlung, führt die Kripo im Sommer 2016 auf die richtige Spur. Einer der zurückgelassenen Fingerabdrücke im Taxi gehört einem jungen Mann, der auf frischer Tat von der Polizei ertappt wird. Dieser männliche Tatverdächtige wurde Anfang Juni zusammen mit drei Mittätern bei einem Einbruchsversuch in einem Späti in Berlin festgenommen. Alle Personen wurden erkennungsdienstlich behandelt. Und da stellte sich heraus, dass zwei der festgenommenen Personen aus dem Einbruch auch die Verursacher der Spuren aus dem Taxi waren. Durch die Festnahme der Tatverdächtigen bestätigt sich für Stefanie Morgner ein Verdacht, der bereits nach einem Hinweis aus der Bevölkerung aufgekommen war. Nachdem wir die Täter namhaft gemacht hatten, stellten wir fest, dass es nicht die Personen sind, die auf den Videos vom Bahnhof Zoo zu sehen sind. Zum Zeitpunkt des Verbrechens an dem Taxifahrer waren sie gerade einmal 14 und 16 Jahre alt. Obwohl sie mit einer lückenlosen Beweiskette konfrontiert werden, schweigen die Tatverdächtigen zu dem Mordversuch an dem Taxifahrer. Unser nächster Fall. Der Fall ist geklärt. Moderator Rudi Zerne macht den Erfolg am 13. Juli 2016 auch bei Aktenzeichen XY ungelöst bekannt. Die zum Glück meist sehr schnell wieder auftauchen. Zwei Tatverdächtige wurden in Berlin festgenommen. Die Polizei war ihnen über DNA und Fingerabdrücke auf die Schliche gekommen. Und das Erschreckende daran, die beiden Festgenommenen waren zum Zeitpunkt des Verbrechens gerade mal 14 und 16. Vor Gericht äußern sie sich erstmals zu dem brutalen Mordversuch an dem Taxifahrer und zeigen sich größtenteils geständig. Die Angeklagten hatten unter anderem erklärt, dass sie an dem Abend eigentlich einen Einbruch machen wollten. Dies habe nicht geklappt und deshalb hätten sie sich dann spontan dazu entschlossen, einen Taxifahrer zu überfallen, um... Bei der Tat 14-Jährige, der auch an dem Überfall auf den Rentner in Moabit beteiligt war, muss für 6 Jahre in Jugendhaft. Der damals 16-Jährige, der auf den Taxifahrer einstach, wird zu 5 Jahren Jugendhaft verurteilt. Nach einer Reha und der psychologischen Aufarbeitung des Traumas ist Holger B. heute wieder Taxifahrer in Berlin. Doch es dauerte sehr lange, bis er wieder in der Lage war, auch Nachtschichten zu fahren. Mit einer Panzerfaust gegen Geldtransporter. Fast 20 Jahre lang hält eine unglaubliche Raubserie die Polizei im Nordwesten der Republik in Atem. Mindestens 15 Taten werden den brutalen Räubern zugeschrieben. Gesamtbeute mehr als 5 Millionen Euro. Kriminalhauptkommissar Ben Kottke und der erste Kriminalhauptkommissar Klaus Müller von der Kripo Hagen haben diese Täterbande gejagt. Die aufreibenden Ermittlungen waren auch für die beiden Experten im Bereich der organisierten Kriminalität ungewöhnlich. Aus meiner Sicht war das Besondere an dieser Serie, dass sie sich über den wirklich langen Zeitraum von 20 Jahren gezogen hat. Als wir mit den Ermittlungen begonnen hatten, stand die erste Tat kurz vor der Verjährung und wir konnten sie noch rechtzeitig klären, bevor sie tatsächlich verjährt wäre. Ende der 1990er und Anfang der 2000er Jahre häufen sich in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen Überfälle auf Geldtransporter. Die Täter treten stets besonders brachial auf. Zunächst werden die Geldtransporter mit 2 Fahrzeugen eingekeilt. Mit Waffen versetzen die Männer ihre Opfer danach in Angst und Schrecken und zwingen so die Fahrer der gepanzerten Wagen, ihre Ladung auszuhändigen. Überfallen, Mensch, werden überfallen, Martin! 3 Raubüberfälle der Serie werden von der Kriminalpolizei später als versuchter Mord gewertet.
So auch das Verbrechen, das am 30. November 2001 am Personaleingang dieses Möbelmarkts in Werl geschieht. Als ein Pförtner in seinem Häuschen bei diesem Überfall die Polizei verständigt, schießen die Täter auf ihn. Nur knapp verfehlt das Projektil den Mann. An diesem Tag erbeuten die Räuber rund 1,7 Millionen Mark. Auch 2004 in Wetter und 2008 in Solingen schießen die Täter gezielt auf ihre Opfer. In den Jahren danach kommt es zu einer ganzen Reihe ähnlich gelagerter Fälle. Doch der entscheidende Beweis für die Kripo Hagen, dass hier immer die gleichen Männer am Werk sind, fehlt. Das ändert sich erst im Dezember 2015 durch einen Überfall, der im Dortmunder Stadtteil Bodelschwing an einer verkehrsberuhigten Straße verübt wird. Tom Grebing und Ralf Schubert arbeiten seit mehreren Jahren als Fahrer eines großen Wehrtransportunternehmens in Dortmund. Ralf Schubert und Tom Grebing fahren an diesem Nachmittag mehrere Firmen und Geschäfte in Duisburg an. Ja? Wagen 17, Fahrer Grebing und Schubert, wir sind da. Alles klar. Am Abend hat der Geldtransporter noch ein besonderes Ziel. Eine Außenstelle des Wehrtransportunternehmens, die sich ebenfalls in Duisburg befindet. Hallo Jungs. Das ist ja nicht gerade wenig. Vorweihnachtszeit. In der Außenstelle des Sicherheitsunternehmens lagern die Wocheneinnahmen mehrerer Einzelhändler. An diesem Abend sollen die kompletten Barbestände auf direktem Weg zur Zentrale nach Dortmund gebracht werden. So, das war's. Das gesamte Bargeld wird im sogenannten Wertraum des gepanzerten Transporters eingeschlossen. Auch die Fahrer haben jetzt keine Möglichkeit mehr, den Wertraum zu öffnen. Nur in der Zentrale gibt es einen weiteren Schlüssel. In Duisburg fährt der Geldtransporter auf die A42. Ziel ist der Dortmunder Stadtteil Bodelschwing, 45 Kilometer entfernt. Das passt super, dem erzähle ich jetzt mal was. Nein, hey, pass doch. Das ist kein Unfall. Der schießt! Hände hoch! Wir müssen hier weg! Ich rufe die Polizei! Da ist noch einer. Der hat eine Panzerfaust oder sowas. Die Zentrale. Wenn wir jetzt rangehen, sind wir tot. Durch eine Sicherung im Inneren des Transporters gelingt es den Tätern jedoch nicht, die Türe vollständig zu öffnen. Einer der Männer bekommt zwar eine der Geldtüten mit 319.000 Euro zu greifen, aber er lässt bei der Flucht auch etwas Brauchbares für die Polizei am Tatort zurück. Wir haben eine Spur von Tätern gefunden, die dadurch entstanden ist, dass sich einer der Täter beim Aufflexen verletzt hat und ja, uns praktisch seine Marke hinterlassen hat. Die DNA-Spur bringt die Ermittler aber zunächst nicht weiter. Der erhoffte Treffer in der bundesweiten DNA-Datenbank bleibt aus. Um neue Hinweise zu bekommen, stellen die Ermittler die Tat im September 2016 auch bei Aktenzeichen XY ungelöst. Was wissen Sie über die Männer selbst? Über die Männer selbst wissen wir sehr wenig. Sie waren maskiert, hatten Sturmhauben auf. Von der Statur her waren sie eher schlank bis sportlich. Einer der Männer soll etwas größer und kräftiger gewesen sein. Und zumindest einer der Täter hat Übung im Umgang mit Trennschleifern. Die Täter haben Deutsch ohne erkennbaren Akzent gesprochen. Eine Frage, die auf der Hand liegt: Wenn man so ein Ding plant, dann ist das vermutlich überhaupt nicht möglich ohne Mitwisser. Das ist jetzt Ihre Chance und Ihre Möglichkeit, dass irgendjemand davon Wind bekommen hat. Wen würden Sie da gerne ansprechen wollen? Wir hoffen natürlich heute auf Zeugen, denen etwas aufgefallen ist. Es ist das vierte Mal, dass die ZDF-Sendung nach der Panzerfaustbande fahndet. Zwar bringt die Ausstrahlung auch dieses Mal der Kripo nicht den erhofften Erfolg,
Doch die Kommissare Müller und Kottke haben zu diesem Zeitpunkt bereits einen weiteren Trumpf im Ärmel. Die Täter haben bei ihrer Flucht vom Tatort des letzten Verbrechens in Dortmund-Bodelschwing nämlich einen Fehler gemacht. Der Tatort liegt im Dortmunder Stadtteil Bodelschwing, nahe der A45 und Castrop-Rauxel, und zwar in der Richterstraße, Höhe Hausnummer 66. Nach dem Überfall flüchteten die Täter mit ihren Autos vermutlich über die Schlossstraße zur Britenstraße, die parallel zur A45, also der Sauerlandlinie, verläuft. Dort an der Britenstraße wurden die beiden Tatautos kurze Zeit später gefunden. Ja, in einer Entfernung von knapp 1,5 Kilometern von hier auf einer kleinen Parallelstraße zur Autobahn haben die Täter ihr Fahrzeug gewechselt. Sie haben die beiden ursprünglichen Fluchtfahrzeuge zurückgelassen und versucht, diese anzuzünden. Glücklicherweise hat das nicht geklappt und der Brand ist in den beiden Fahrzeugen erstickt. Zudem konnte am Abstellort der Fluchtfahrzeuge ein Zettel gesichert werden, auf dem eine Telefonnummer stand. Zunächst führt die Nummer die Beamten der Kripo Hagen lediglich zu einer Reihe von Prepaid-Handys, allesamt mit fingierten Inhabern. Doch ein einziges Mal wurde mit diesen Handys auch ein Smartphone kontaktiert. So kommt die Polizei auf Emil H., hier links, und seinen Schwager Josef J. Sind sie die beiden Täter, nach denen die Kripo seit Jahren sucht? Die Polizei versucht nun, die Spuren an den Tatorten mit denen der beiden Männer abzugleichen. Man hat in den vergangenen Jahren Mikrofaserspuren gesichert, indem man mit Klebebändern beispielsweise Fluchtfahrzeuge abgeklebt hat. Die Sitze von Fahrer, Beifahrer und so weiter wurden abgeklebt. Da konnte ganz, ganz klar Täter-DNA nachgewiesen werden. Die Polizei besorgt bei ihren Überwachungen der beiden Männer Vergleichs-DNA von Emil H. und Josef J. Tatsächlich stimmen deren DNA-Spuren mit solchen von den Tatorten überein. Und die Blutspur, die die Polizei hier am Transporter in Dortmund-Bodelschwing sichergestellt hat, wird Emil H.'s Bruder Ernst zugeordnet. Ernst H. war auch am Überfall auf das Möbelhaus in Werl beteiligt. Und mehr noch. Nach und nach gelingt es den Beamten der Kripo Hagen, private DNA-Spuren von Männern aus dem Umfeld der Verdächtigen zu besorgen. Zusammen mit der eingesetzten Munition wird so schließlich bewiesen, dass mindestens 15 Überfälle zwischen 1997 und 2015 auf das Konto der Panzerfaustbande gehen. Die Tätergruppe operierte dabei in wechselnder Besetzung mit mindestens 7 verschiedenen Mitgliedern. Die Kripo Hagen lässt die Tatverdächtigen nun nicht mehr aus den Augen. Dabei wird klar, im Herbst 2017 sind die Männer längst dabei, ihren nächsten Coup zu planen. Die Täter haben sich immer wieder für bestimmte Bereiche, so einen Bereich in Duisburg in der Nähe einer großen Geldtransportfirma, interessiert. Allmählich ist klar, dass hier das nächste Überfallziel ausgekundschaftet werden soll. Nun greift die Polizei zu. Am 27. September 2017 werden die drei mutmaßlichen Haupttäter sowie zwei weitere Männer im Alter zwischen 30 und 52 Jahren festgenommen. In einer Garage stellt die Kripo in einem Auto sowohl einen Teil der Beute als auch Tatwaffen und Tatwerkzeuge sicher. Bei ihren Überfällen verwendeten die Täter frei verkäufliche Dekorationswaffen, die ein Mitwisser wieder funktionsfähig gemacht hatte. Die genauen Untersuchungen des sichergestellten Waffenarsenals bringen für die Kommissare Müller und Kottke noch eine Überraschung mit sich. Bei der Panzerfaust handelt es sich um eine Attrappe. Anfang März 2019 werden die nun insgesamt 7 Tatverdächtigen vom Landgericht Hagen wegen gemeinschaftlichen schweren Raubs in Tateinheit mit schwerer Körperverletzung und dem Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verurteilt. Ja, der Haupttäter und Bandenkopf, der über den gesamten Zeitraum der Serie bei jeder einzelnen Tat dabei gewesen ist, wurde zu einer Haftstrafe von 13 Jahren verurteilt. Er hat sich im Prozess geständig eingelassen und seinen eigenen Tatbeitrag gestanden. Die weiteren 3 Haupttäter wurden auch zu Haftstrafen zwischen 13 Jahren, 9 Monaten und 14 Jahren verurteilt. Bei dem Haupttäter und seinem Schwager wurde zusätzlich die Sicherungsverwahrung angeordnet. In dieser Villa kommt es zu einem tödlichen Raubüberfall. Das Opfer? Der 54-jährige Wolfgang S. Er wurde mit 2 Schüssen getötet, seine Ehefrau überlebt, schwer verletzt. Was? Ah, Hilfe! Hagen am südöstlichen Rand des Ruhrgebiets.
Am Morgen des 9. November 2006 schockiert eine Radiomeldung die Menschen. Radio Hagen, die Nachrichten. Um 6:30, ich bin Timo Hiepler, schönen guten Morgen. Ein bekannter Hagener Geschäftsmann ist am Abend ermordet worden. Der 55-Jährige wurde Opfer eines Raubüberfalls. Offensichtlich hatten zwei Männer seine Frau an der Haustür der Villa auf Emst abgepasst und massiv zu Boden geschlagen. Rückblick. Wolfgang S. hat es zu beachtlichem Wohlstand gebracht. Mit Immobiliengeschäften ist der 55-Jährige zum Multimillionär geworden. An diesem Novembertag ist Wolfgang S. alleine. Seine Frau ist auf Geschäftsreise. Sie wird erst später zurück sein und S. beschließt, wie so oft, in die Sauna zu gehen. Nur wenige Stunden später geht bei der Hagener Polizei ein Notruf ein. Eine verzweifelte Frau berichtet von einem grausamen Verbrechen. Kommissar Michael Kotzer und sein Team übernehmen die Ermittlungen. Die Frau hat in kurzen, knappen Worten bekannt gegeben, dass sie überfallen worden ist. Sie hat um einen Krankenwagen gebeten und hat auch schon erste Täterhinweise gegeben. Die Beamten machen sich sofort auf den Weg in die Villengegend am Emst. Dort bietet sich ihnen ein furchtbares Bild. In der Villa liegt Geschäftsmann und Multimillionär Wolfgang S. mit lebensgefährlichen Verletzungen und seine schwer verletzte Frau. Die Einsatzkräfte, die vor Ort eingetroffen sind, haben natürlich zeitnah auch mit den Rettungskräften die Frau notärztlich versorgt. Und sie ist dann unmittelbar auch hier in das Krankenhaus eingeliefert worden, wo sie stationär behandelt wurde. Am Tatort in der Straße Bergrute sichert die Polizei erste Spuren. Die Sanitäter kämpfen währenddessen um das Leben von Wolfgang S. Wolfgang S. erliegt seinen schweren Schussverletzungen. Doch warum musste er sterben? Der Tod ist ein damals 54 Jahre alter Geschäftsmann gewesen, der ja im Bereich Hagen als Investor tätig war, aufgrund seines Werdegangs auch Kontakte ins Milieu hatte. Über Tage sichert die Polizei Spuren auf dem riesigen Anwesen. Ein ganzes Team von Experten ist im Einsatz, um auch nicht das kleinste Detail zu übersehen. Es wurden unzählige Folienabzüge genommen, was in diesen Fällen auch sehr wichtig ist, um Faserspuren oder Fingerspuren zu sichern. Fingerspuren spielten auch eine große Rolle. Die waren auch sehr zahlreich vorhanden. Und zudem gab es dann auch noch Schuhabdruckspuren, die auch umfänglich gesichert wurden. Währenddessen kann sich die Ehefrau im Krankenhaus an immer mehr Details zum Tatablauf erinnern. Es gestaltete sich so, dass die Frau aus Hessen mit ihrem Fahrzeug nach Hause anreiste. Sie hat wohl unterwegs noch mit ihrem Mann Kontakt gehabt, ihre Heimkehr angekündigt. Und als sie an dem Objekt eingetroffen ist und im Begriff war, die Haustür zu öffnen, sind nach ihren Angaben zwei männliche maskierte Täter über sie hergefahren. Außerdem, so erinnert sich die Frau, sprechen die Täter mit südosteuropäischem Akzent. Sie hätten das Haus nach Geld- und Wertgegenständen durchsucht. Unter anderem erbeuten sie diesen Brillantring und Uhren im Wert von mehreren hunderttausend Euro. Zwischenzeitlich können die Experten der Spurensicherung erste Ergebnisse liefern. Die DNA-Spuren wurden seinerzeit an vielfältigen Objekten gesichert, an Spurenträgern im Haus, Abriebe von beispielsweise Türklinken und so weiter. Letztendlich war das aber nicht zielführend, weil entsprechende Treffermeldungen ausgeblieben sind. Um die Täter zu finden, gründet die Hagener Polizei die Sonderkommission Bergrute. Zur gleichen Zeit werden in der ganzen Stadt hunderte Befragungen durchgeführt. Michael Kotzer und die Soko Bergrute ermitteln in alle Richtungen. Mittlerweile haben sie mehr als 260 Spurenakten mit mehr als 1700 Einzelspuren erarbeitet. Doch ein Fahndungserfolg bleibt zunächst aus. Aufgrund der Erkenntnisse der Spurensicherung rekonstruiert Mordermittler Michael Kotzer, wie sich die Tat abgespielt haben muss. Aufgrund der Tatortaufnahmen und der Rekonstruktion des Tatgestehens kann man davon ausgehen, dass der Mann in den hinteren Räumlichkeiten in einer Sauna aufhältig war oder in einem Duschbereich. Und da muss es zu einem ersten Täterkontakt gekommen sein. Dort muss es auch zu den beiden Schussabgaben, die später festgestellt wurden, gekommen sein. Frühjahr 2007, ein gutes halbes Jahr später. Der Fall wird in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst vorgestellt.
Zwei Räuber, die unglaublich brutal und kaltblütig vorgingen. Bringt das den Durchbruch? Was? Ah, Hilfe! Die Polizei erhofft sich in solchen Fällen natürlich Hinweise aus der Bevölkerung und hier auch wieder ganz maßgeblich der Verbleib der Tatbeute, weil es eben sehr auffällige Stücke waren und man bis dato halt nichts erfahren hatte über den Verbleib. Da hat man eine große Hoffnung reingesetzt. Doch der große Ermittlungserfolg bleibt aus. Das Verbrechen an Wolfgang S. bleibt zunächst ungesühnt. Erst 2 Jahre nach der Tat gibt es die erste heiße Spur. In den Niederlanden taucht plötzlich eine der geklauten Uhren auf. Schlussendlich ist die Uhr tatsächlich in den Niederlanden ganz einfach bei einem Juwelier abgegeben worden, mit der Bitte, um die Uhr zu reparieren bzw. zu warten. Dabei ist das festgestellt worden. Natürlich hat man die Personalien des Einlieferers festgehalten. Es kann nachverfolgt werden, dass die Uhr kurz nach der Tat in Hagen zu einem Schmuckhändler nach Antwerpen gelangte. Von dort aus ging es nach Venlo im deutsch-niederländischen Grenzgebiet. Doch die vielversprechende Spur entpuppt sich als Sackgasse. Die gestohlene Uhr führt die Polizei nicht zu den Mördern von Wolfgang S. Der Durchbruch in dem Fall gelingt erst 10 Jahre nach der Tat. Die bayerische Polizei meldet sich bei den Kollegen in Nordrhein-Westfalen. In Bayern hat es einen Raubüberfall gegeben, der ähnlich ablief wie der in Hagen. Hierbei wird ein Mann festgenommen, dessen DNA zum Abgleich an Behörden in ganz Deutschland geschickt wird. Und dann hat es knapp 5 Monate gedauert. Dann kam ein Anruf, dass man ein DNA-Muster gefunden hat, welches man aufgrund eines Abgleichs mit der sogenannten DAD-Datenbank einer Person zuordnen konnte. Es war in der Tat eine der Personen, die auch bei der Tat in Bayern eine Rolle gespielt haben. Es handelt sich um den 50-jährigen Thomas W. Er ist aufgrund zahlreicher Straftaten bereits Polizei bekannt und saß schon mehrmals im Gefängnis. Das ist ein jugoslawischstämmiger Mann, der in Deutschland aufgewachsen ist, im Wesentlichen in Lünen gewohnt hat. Und es gibt noch eine konkrete Spur. Sie führt zu Milan B. Als wir festgestellt haben, dass eine zweite Person involviert ist, haben wir uns natürlich auch mit dieser Person beschäftigt, wer dieser Mann ist, wo dieser Mann aufhältig ist, und haben festgestellt, dass er in seine Heimat nach Bosnien ausgewiesen wurde. Er hat hier in Deutschland mehrere schwere Straftaten begangen. Milan B. kann am Dortmunder Flughafen bei seiner Wiedereinreise von einem Spezialeinsatzkommando verhaftet werden. Nach über 10 Jahren hartnäckiger Ermittlungen haben Michael Kozar und sein Team die Mörder des Hagener Millionärs gefunden. Thomas W. und Milan B. wird vor dem Hagener Landgericht der Prozess gemacht. Ja, nach einem monatelangen Prozess hier vor dem Landgericht Hagen hat es am 12.10.2018 ein Urteil gegeben. Milan B. und Thomas W. sind jeweils zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Und das Urteil ist letztendlich auch vom BGH bestätigt worden. Endlich kann Michael Kozar die Akte für immer schließen.